Läuft es noch, ja, wa? Ton auch? Ja. Aber ich bin so stolz. Ich bin so stolz auf das Barbie-Traummobil. Und nein, das sind nicht meine einzigen Kens. Ich habe an meiner Videowand. Könnte eigentlich Jan nachher mal noch einen kurzen Schwenk über diese Videowand? Und da sind wir wieder. Wir haben ja von Monstern gesprochen. Und die kamen damals in allen möglichen Verpackungen. Und zwar kleine Eier, kleine Tüten. Diese, ich kenne auch die Tüten von damals. Die du auflösen musstest. Kanntest du die? Stimmt, die gab es ja auch Trash noch. Trashback irgendwas? Ja, die wurden dann so. Das, ja, nee, ich kenne noch diese Alu, so wie das Wasabi beim Sushi drin ist, diese komische Alu- oder Kondomverpackung. Da kannte ich das. In so einer Alufolie. Oder nicht Alufolie, aber so eine verchromte. Ich werde euch einen Trailer mit einblenden. Also die waren richtig cool. Also du hast nie gesehen, welche du hast, also welche du bekommst. Trashback, Trashback-Monster. Ich glaube ja, aber na, eben, das, also das war ganz, das wieder ganz kuriose Verpackung und zum Beispiel mit Schleim. Ich habe das jetzt mal nachgestellt in einer Dose. Und zwar kommt dann der Schleim und irgendwann kommt dann auch das Vieh mit raus. Kennst du noch Super Mario, diesen Pilzkönig im Film? Der kam auch ja, so komisch raus. Ja, stimmt. Also Fungus. Und das ist jetzt hier zum Beispiel ein Boglin. Die hatte ich selber als Kind in den 90ern. Die waren in Neonfarben und Silberfarben. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Du kennst sie? Ja! Krass, ey. Ich hatte übelst viele von denen gehabt. Ne? In den 90ern waren diese Minifiguren ja... Wieso hast du das nicht gesagt, dass du den mitbringst? Ist das epic. Oh, ich habe gerade den übelsten Kindheitsflash. Stimmt, alter Schwede. Armee-Boglins gab's. Ja. Ich muss mal im Google nachgucken, was es da alles für Zeug sie gab. Wir googeln nicht, wir googeln. Wir googeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie verpackt waren. Ist das... Wie ist die Boglins? Boglins. Boglins. Boglins eBay. Yes. Krasser Shit, stimmt. Ich hatte den sogar auch gehabt, den Kollegen. Der Kotzende. Na eben, da gab es doch diese großen. Konntest du das sind die Hand großen, reingreifen? Wo du mit der Hand rein konntest. Da unten, ja, sind, sie. Da unten sind die kleinen in Neonfarben. Apolös. Ich habe gerade ein Bild, warte, Moment, ich muss zurück. Den hatte ich früher als Kind gehabt. Wie geil, den Kollegen hier. Ja, das waren die zwischen ja. Groß und Klein, die du, wo du die zwei Finger reinmachen konntest und die Augen so bewegen konntest. Stimmt. Und das Ding ist, die waren aus diesem gummiartigen Silikonzeug, ja. Was dann mit der Zeit so ranzig und so dunkel und so leicht angefranst und angeranzt. Das war so ein bisschen ekelhaft. Geiler Shit, ey. Also nach den ganzen Toylines wie Turtles und Masters, dann dominierten in den 90ern diese kleinen Monster, ne? Das stimmt, ja. Die kleinen Monster. Da gab's doch, was gab's denn da noch? Diese Mix-and-Match-Monster, die du zusammenbauen konntest, wo so ein Footballspieler... Oh, die sind geil! Die müssen wir euch unbedingt zeigen. Ich habe ewig lange danach gesucht. Die waren auch wieder von der Firma Matchbox. Ja. Warte, wie hießen die? Matchables. And Mix Monsters. Matches, Mattel. Warte. Matchbox Figures. Mix. Ich habe die letztens erst bei Kleinanzeigen irgendwie gesehen. Die waren epic. Da gab es einen Footballspieler, es gab so ein Pterodactyl, Dracula, eine Mumie. Genau. Ein Sheriff mit dem dicken Bauch dran. Die waren mega, die Dinger. Hier sind sie. Geiler Shit, ey. Ja. Connectors. Ist das, oh, dieser Skateboard-Spieler, stimmt. Alter Schwede, das ist jetzt gerade... Und die konntest du dann ähnlich, wir hatten ja bei der letzten Folge den Multibot Modulok auch ähnlich zusammenstecken, ne? Ja. Wie du es wolltest. Oh, geiler Shit, ey, guckt dir das an. Leute, guckt euch das an. Das ist ja gerade Kindheit vor, ich kriege Gänsehaut. Mega geil. Stimmt, da gab es so einen Mr. T-ähnlichen Typ, ja. Dann dieses und Alien. Schon die Packung geil, wie du sie dann stecken konntest. Absolut geil. Stimmt, ey, die fand ich so mega. Connectors. Oh, geil. Müsste man eigentlich mal ordern und dann auch vorstellen und zeigen, wie das dann... Hier, guck dir das an, die ganzen Einzelteile. Yes. Mega geil. Hier gibt's, stimmt, diesen Dino, die Mumie, den Sheriff, so eine Art Terminator. Richtig, hinten diese Fliege, das Mattmonster da. Na eben. Erinnert auch stark an diese Turtles-Figuren, dieses Müllmonster. Müllmonster, genau. Genau. So, aber wir wollen ja zurück zum Mini-Monster. Genau. Und die beliebtesten oder bekanntesten Mini-Monster waren die Monster in My Pocket. Die gab es dann als kleine Figuren, also nur als kleine Figuren, in allen möglichen Farben. Auch hier, $47. Genau. Das ist schon wieder eine der späteren Lines mit mehreren Farben. Die ersten Lines waren immer nur einfarbig. Dann hattest du noch das coole Sticker-Album dabei.
Da konntest du dann was dazu lesen. Das waren ja meistens Fabelwesen, wie der Werwolf, Stimmt, die der gab's Hydra immer. und der Vampir und der Hobgoblin. Das Spiel genau. Stimmt, es gab dieses Nintendo-Spiel. Das habe ich letztens als Emulation in meinem Ordner gefunden, wo ich meinen Raspberry Pi mal so wieder ein bisschen aufpimpen wollte und habe tatsächlich Monster My Pocket gesehen. Und du hast vorhin gesagt, es gab sogar eine exklusive Monster My Pocket Genau, Figur, die bei richtig? dem Spiel mit dazu lag. Die blenden wir euch natürlich auch mit ein. Hier steht's ja. Free Exclusive Ja, Konami Monster Inside. ganz genau. Und ihr fragt euch jetzt, warum gerade das Thema? Wir kamen im Gespräch drauf, naja, wie sieht es denn aus mit Merchandising? Also unabhängig von Figuren, kleine Figuren, also was man halt als Nerd so sammelt, der Durchschnitts-Nerd, der hat Merchandising. Da kam ich drauf, nee, eigentlich ist das nicht so mein Ding, das mag ich gar nicht, sondern Sachen rumstehen haben. Ich habe es lieber original verpackt. Und dann kam ich drauf, ich habe ja auch original verpackten Merch und zwar die Monster in My Pockets. Und dazu kam ich dann nochmal auf die Masters, also mein Thema quasi. Und die haben auch sowas von Super Seven, diese neue Firma, hat jetzt diese Masters, aber schon eine Weile her, diese Masters Muscle Minis. Die liefen unter diversen Namen wie Mo Tussles. Aber Und die gibt's geil. in, ich habe mir extra die Tonne mit den verschiedenen Farben bestellt. Die haben die ähnliche Größe, ja. Ja. Geiler Shit. Und wie du schon vorhin gesagt hattest, Super, nee, nicht Super Seven, sondern 8-Bit Zombie hat ja auch seine Minis. Stimmt, genau. Das hat man in einer der letzten Folgen auch seine Minis. Und das ist so ein Merchandising-Artikel, da würde ich sagen, ja klar, das kann man mal machen. Das hatte man damals als Kinder mit den Monster in My Pockets hatte man das. Und mit diesen Boglins, Mega geil, ja. also das ist ein Merchandising-Artikel, den nehme ich gerne mit. Gerade wenn dann so eine coole Tonne kommt. Hier war jetzt zum Beispiel der Kopf vom Skeletor drauf. Finde ich schon mal cool. Gibt es noch als, wir haben schon hier einen Exclusive, der im Dunkeln leuchtet. Ja, ich finde es vor allen Dingen auch geil, dass da siehst du halt, dass die Leute von damals halt wirklich diesen Spirit noch irgendwie in sich haben. Ganz Also genau. die Leute, die sowas herstellen, die kennen es noch von der Sache damals, wie breit dieses Spektrum dann halt auch war. Weißt? Also wir gähnen uns jetzt hier an solchen popischen kleinen Figuren auf, aber es ist halt geil, weil das so diese Zeitgeschichte auch nochmal widerspiegelt. Von wann waren die? Von 1990, Morrison Entertainment Group. Also mega geil, echt. Wie gesagt, also ich hätte nicht gedacht, dass Ted mich hier nochmal irgendwie in einem, oder vom Stuhl reißen kann, aber mega hier diesen, echt geil. Also mit dem hast du mich jetzt hier echt gecatcht, dann packt Ted vorne diese Monster My Pocket original verpackt, obwohl ich nicht wusste, dass er die überhaupt besitzt. Und jetzt noch der Stuff. Mega, mega geil, echt. Und die sind auch ganz cool modelliert, ja. Also wenn du hast den Ja. Beastman gerade in der Hand, wen haben wir denn alles? Also in dieser Tonne, Ja. Und es da, ist kein 3D-Druck. Also es ist ja nee, wirklich Gussform in ist dieser das. Tonne haben wir Gute und Böse. Also bei den Guten haben wir jetzt Teela, Man at Guck dir mal Arms, bitte die Details an. Hier sind die He-Man, Schnallen von He-Mans ja, Brustpanzer sind am Rücken, die Schnallen zu sehen. Man-E-Faces. Die Bösen haben natürlich Skeletor, Trapjaw, Geil. Triclops und der Exclusive, der im Dunkeln leuchtet, ist Whiplash. Many Faces sind mal böse? Nee, das ist Triclops, hier ist Ach, Many Triclops. Faces. Stimmt. Ram-Man und Merman. Ach, pass auf, den hat sie vorhin schon in der Merman. Hand. Pass auf, stimmt, ja. Oder auch Also, der Clown-Mensch. das sind Wunder. Da Also, könnte auch hier so ein dieser, gibt es nicht diese japanische Sendung? Henshin, bla bla bla, ja, dieser die hatten einen komische. ähnlichen Kopf. Ja. Aber die sind wunderbar modelliert, dafür, dass sie so klein sind. Ist Die cool. Monsters waren ja eher sehr einfach Ja, gehalten, die diese sind simpel, damaligen, ja. ja, aber die sind schon richtig cool modelliert. Und Monster My Pocket war, glaube ich, so ein weicherer Gummi. Die waren eher Ich probiere mal ein paar eher Lose so. zu kriegen und vor allen Dingen diese zweite Line, die auch du als Kind hattest, hattest du ja gesagt, diese Ja, Neon-Sachen, die waren geil, ja. die kamen auch in so einer ähnlichen Packung, da konntest du halt schon sehen, welche du hast und nicht diese Blindboxen, wo du halt auf gut Glück kaufst. Die waren auch cool mit Schleim drin, wie wir es jetzt hier hatten oder mit Packungen, die sich auflösten. Also das war damals schon so ein geiles Gimmick. Als Kind hast du das einfach Ja. gekauft und dich gefreut, dass du dann so eine kleine Figur drin hattest. Der Nachbarsjunge hatte damals von Monster My Pocket gab es noch so eine Art Setzkasten, so aus schwarzem Kunststoff, so ganz dünner, billiger Plastikscheiße. Ich will nicht wissen, für wie viel Mark, D-Mark damals das verkauft wurde. Und der hatte diesen komischen, das sah aus wie so ein Berg und da waren so ganz Ja. viele kleine Fischer. Der hatte das Ding vollständig gehabt. Ich habe den so beneidet damals um das Thema, weil es wirklich, das ist halt so Streuware damals gewesen. Stimmt, Also mit das, Namen dran, da konntest du die ja, alle das reinstellen, war echt geil. wenn du sie dann hattest.
Krass. Ja, und wenn wir jetzt schon mal bei kleinen Figuren sind, dann gab es ja noch den Mighty Max, der war ja auch klein. Stimmt. Der war ja auch klein. Mighty aber Max, das Polly Pocket für Jungs. Genau, mit coolen Gimmicks. Also für spätere Folgen auf jeden Fall dann Mighty Max, wenn wir schon mal bei kleinen Monstern sind. Mein erstes Mighty Max habe ich zu Ostern 1994 bekommen. Und zwar war das die Schlange zu Ostern. Die Spinne, bei mir war es die Spinne. Nee, bei mir war es diese braune Schlange. Und dazu gab es Super Mario Land 2 für den Game Boy. Das war das geilste Ostern. Also Mutti und Vati, ich danke euch für das 1994er Ostern. Es war mega. Wir waren irgendwo bei Dresden in irgendeinem total abgefuckten Hotel. Da weiß ich noch, da war in der Badewanne so richtig Rostflecken. Aber das Spiel war gut und Mighty Max war auch gut. Also beim nächsten Mal geht's weiter mit Mini-Sachen.